Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und heute habe ich ein ganz großes Stück aus meiner Heimat mit für euch. Ich habe heute einen Whisky aus meiner Heimat für euch dabei. So sieht die Flasche im Ganzen aus. Es geht um den Dresden Old Town Whisky. Inzwischen sind wir da in der 6. Edition. Diese heißt Albrecht der Entartete. Und das ist ein Kollaborationsprojekt vom Whisky und Genuss in Dresden, dem Whiskyladen meines Vertrauens. Und zwar haben wir dort sächsisches Getreide, sächsische Gerste, die von der Spirituosenmanufaktur zu einem Brand verarbeitet wurde, dann in von der Böttcherei Götze eigens hergestellten Fässern aus Taranter Eiche gelagert wurde. Und in diesen Eichenfässern, das ist das Besondere an dem Whisky, lag vorher Apfelwein von der Kelterei, ich glaube, es heißt Kelterei Lauba, aus der Kelterei in Lauba. Genau. Und das Lustige ist, der Roy, dem der Laden in Dresden gehört, der schafft seine Äpfel von seiner Obstwiese auch immer da nach Lauba. Und quasi der Apfelwein aus seinen Äpfeln hat vorher in den Tarad-Eichenfässern gelagert, in denen dann dieser Whisky gelegen hat. Also ein rundum sächsisches Projekt. Finde ich ganz cool. Kurzer Side-Fact zu Albrecht dem Entarteten. Wer schon mal in Dresden war, war bestimmt auch schon mal am Fürstenzug. Das ist ein Porzellangemälde, also es besteht aus ganz vielen kleinen Porzellankacheln und ist wirklich unglaublich lang, 300, 500 Meter, ich weiß es gar nicht. Und da sind alle sächsischen Kurfürsten sozusagen aufgereiht. Und da haben sie sich gesagt, wir wollen einen Dresden-Altstadt-Whisky machen und was würde da besser passen? Und wir brauchen viele Editionen, viele Namen, also nehmen wir uns den Fürstenzug und fangen beim ersten an und hören irgendwann beim letzten auf. Inzwischen sind wir beim 6. Fürsten, sind also noch einige Platz. Und dieser Albrecht der Entartete, der war jetzt nicht so Fan von seiner arrangierten Ehe und hat sich von seiner Frau da scheiden lassen und ist dann mit ihrer Kammerzofe, der Kunigunde, durchgebrannt, große Liebe. Und das hat so ein bisschen zu einem leichten Erbfolgekrieg unter den Wettinern geführt. Jeder hat so seins, ne? Ich bin froh, dass wir nicht mehr in solchen Zeiten leben. Und bin jetzt ganz gespannt, was dieser Whisky für mich bereithält. Ich habe ihn schon mal auf einer Messe probiert und fand ihn da schon richtig toll. Natürlich im Vergleich zu dem, was ich sonst trinke, etwas dezenter im Geruch. Ne? Also hier ballert mir jetzt nicht der Rauch in die Nase. Es ist tatsächlich, die allererste Note ist so Apfelsaft gewesen. Also wirklich schön ein saftiger, frischer, kühler Apfel. Und das zweite war so Apfelkuchen, weil so eine leichte Vanillenote dabei ist. Und das, finde ich, kombiniert sich dann zu so einem frisch gebackenen Apfelkuchen. Slange. Am Anfang habe ich wirklich so diese Apfelkuchennote, so ein bisschen. Dann wird er kurz sehr frisch, so ein bisschen spritzig, fast wie so ein grüner Apfel. Und dann hinten raus kommt so dieses Eichenfass sehr raus. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie oft diese Fässer jetzt schon benutzt wurden aus der Taranter Eiche, die sind sehr kräftig. Das ist so dieses typische europäische, also es ist ja europäische Eiche. Es ist nicht die amerikanische Weißeiche, die sehr süß ist, die sehr diese Vanille- und Honignoten rausgibt, sondern diese europäische Eiche, die ist sehr herb,
von Geschmack her. Und wenn die Fässer dann entsprechend frisch sind, sind die entsprechend kräftig und geben dann da auch so einen gewissen Punch mit. Und ich erinnere mich noch an eine der ersten Editionen. Konrad der Große war das, glaube ich. Da war das Eichenfass sehr vordergründig. Und hier ist es jetzt schon dezenter, kommt am Ende, aber ist trotzdem auch noch sehr stark. Also für jemanden, der Holz nicht so mag wie mich, ist das so ein bisschen von Dolle hinten raus. Aber ich kann damit leben, dass der hinten rauskommt. So. Da muss ich einfach schnell den nächsten Schluck nehmen, dann fällt mir das gar nicht so auf. genau. Liegt übrigens in Granitkellern, auch hier in Sachsen, wenn er gelagert wird. Hat die perfekte Temperatur, simuliert quasi schottisches Klima, dieser Granitkeller. Und ist mir auch gerade aufgefallen, ich trinke das Ganze aus einem Glencairn-Glas. Allerdings ist dieses Glencairn-Glas von einer Glasbläserei in der Lausitz hergestellt worden, von Schelze. Also auch sächsisches Glas, sächsischer Whisky an einem nicht-sächsischen See, da können wir, denke ich, drüber hinwegsehen. Ja, also der Whisky ist auf jeden Fall was für alle, die so diese fruchtigen, leichten Noten mögen, die es auch so ein bisschen jetzt nicht total schottisch typisch haben wollen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen was einen Hauch anders haben wollen. Also es ist schon ja sehr nach schottischem Vorbild, also das merkt man schon, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Ticken anders. Was ja auch gut ist, ne? Also wäre ja furchtbar, wenn alles gleich schmecken würde, dann wäre das ja vollkommen egal, wo der Whisky herkommt. Oh, jetzt habe ich wieder diese Apfelkuchennote, die gefällt mir besonders. Die finde ich sehr toll. Krass. Und jetzt hatte ich auch wieder dieses am Anfang total toll süßer Apfelkuchen mit so einer leichten Zuckerdecke obendrauf. Dann kommen so diese frischen grünen Apfelschnitze richtig, die so richtig schön saftig und sauer sind auch. Und dann geht das so über in dieses Eichenfass, in diesen herben, tanninigen, ja, Korpus, sag ich mal. Also, ja. Ich habe tatsächlich auch schon den Apfelwein dazu probiert. Apfelwein ist so eine Sache, da muss man, glaube ich, Fan von sein. Es hat für mich sehr, also hat mich persönlich sehr an Cider erinnert. Dieser Apfelwein, wenn man den so ein bisschen mit Sprudelwasser aufditscht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich glaube, es wird sogar auch aus diesem Apfel, also in dieser Kälterei wird, glaube ich, auch Cider hergestellt. Bin ich auch großer Fan von, gerade jetzt im Sommer, also ist dieser Whisky von mir eine Sommerempfehlung für dieses Jahr. Auf jeden Fall super passend für alle, die auch Apfelcider mögen, die sagen, an Whisky traue ich mich bis jetzt noch nicht so ran. Das ist auf jeden Fall euer Einstieg. Ich bin ja Verfechter der Meinung, es gibt für jeden den passenden Whisky, wir müssen nur den passenden Whisky finden. genau. Ist auch tatsächlich, also kommt in so 0,5er Flaschen, kostet 50 Euro die Flasche, also ist wirklich top. Würde schnell sein, gibt es im Online-Shop bei Whisky und Genuss in Dresden und natürlich im Laden vor Ort, weil was ausverkauft ist, ist ausverkauft. Es gibt, warte, das stand hier, 191 Flaschen gibt es nur, aus ursprünglich 100 Litern. Also ich würde mich an eurer Stelle beeilen. Hier drin steht auch noch ein bisschen was zur Geschichte. Albrecht II., der Entartete, lebte übrigens von 1240 bis 1304. Er war Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen. Genau. Oh, ich verstehe. Die diplomatisch arrangierte Ehe war mit der Kaisertochter Margarete und die hat er verschmäht. Und dann kann ich das schon verstehen, dass da so ein paar Menschen ein bisschen ungehalten waren. Wir sind gar nicht ungehalten über diesen Whisky. Was eine Überleitung. Und ich gebe diesem Whisky 8 von 10 Punkten. Ich finde es einfach immer super toll, dieser Versuch, Whisky aus
nur regionalen Zutaten herzustellen, egal von wo auf der Welt man das aus versucht. Ich finde das eine super Idee, mit dem zu arbeiten, was man eben vor Ort hat. Finde ich immer sehr, sehr toll und unterstützenswert. Und wenn es natürlich dann auch noch um meine Heimat geht, dann bin ich umso mehr Fan davon. Sommerwhisky für 2024 kann ich jedem empfehlen. Und ja, genießt den Tag, den Abend, wann auch immer ihr das Video hört. Und bis zum nächsten Mal. Slange!